Hallo liebe Pfeifen-Community. Ich bin zurück vom Rauchzeichen im Schatten der Speyerer Doms, die Pfeifenmesse in Speyer. Ich hatte das Vergnügen, heute an dieser Messe teilnehmen zu dürfen, einige von euch dort live und in Farbe zu treffen, angeregte Gespräche zu führen und wunderbare Schönheiten auf den Verkaufstischen zu entdecken. Natürlich gab es für mich auch ein wenig Beute. Aber bevor ich auf diese Beute etwas genauer eingehe, möchte ich euch einen kleinen Rundgang über die Pfeifenmesse ermöglichen. Da ich relativ früh da war, war es für mich möglich, ein paar Eindrücke dieser Messe zu sammeln. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und danach melde ich mich mit meiner kleinen Beute, die ich heute erstanden habe. Also viel Spaß bei den Impressionen. Über manche Personen muss man gar keine Worte mehr verlieren. Der wurde bei YouTube schon mehrfach positiv erwähnt. Auch ich hatte schon das Vergnügen mit Olaf Langner. Und ich war mit seiner Arbeit bisher auch immer sehr zufrieden. Deswegen war ich heute auch sehr zielstrebig an seinem Tisch. Als er mich entdeckte, fing er an zu grinsen und meinte: Alex, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, als ich ihm dann die Frage gestellt habe, ob er was von Big Ben da hat, und er fieberhaft anfing, auf seinem Tisch zu suchen, da fingen dann auch meine Augen an zu strahlen. Denn, dass ich kleine Pfeifen mag, das dürfte jetzt jedem so wirklich bekannt sein. Aber schaut euch mal diese Schönheit hier an. Und zwar, das ist eine Big Ben aus der Serie
Barbados, ob ich weiß, mit der Nummer 347. Ein schöner kleiner Knubbel. Der, ich finde, mir wunderbar steht. Ist super aufgearbeitet. Ich freue mich schon auf das Einrauchen dieser Pfeife. Dann sollte es für mich dieses Mal unbedingt ein Tabak geben. Da bin ich neugierig geworden bei unserem letzten Pfeifenstammtisch von McBaren. Der HH Pure Virginia. Ich habe ihn selber noch nicht geraucht. Auch auf der Messe habe ich ihn heute nicht geraucht, weil ich mir das extra für euch für ein Review aufheben wollte. Und ich dachte, aber ich werde euch auf jeden Fall mal berichten. Auf der Dose ist auf jeden Fall nur vermerkt: Haha, Pure Virginia besteht zu 100% aus Virginia-Tabaken. Der Blend setzt sich aus den erlesenen Luft- und röhrengetrockneten Tabak der besten Anbaugebiete der Welt zusammen. Wie alle Blends der Haha-Familie enthält auch der Haha Pure Virginia kein Flavor und nur minimale Geschmacksstoffe, um einen unverfälschlichen Tabakgeschmack zu erhalten. Ob das wirklich so ist, was diese Dose verspricht, werde ich euch in einem weiteren Video mitteilen. Und zu guter Letzt habe ich mir noch einen kleinen Traum erfüllt. Dürfte vielen von euch schon bekannt sein. Eine Missouri Meerschaumpfeife Korncob wollte ich unbedingt haben, will ich unbedingt mal ausprobieren und werde euch dann ebenfalls berichten. Ich hoffe, euch hat meine kleine Führung gefallen und ich kann euch das nächste Mal persönlich in Speyer die Hand schütteln. Bis dahin, I spread my wings and fly, euer Eagle Pie.